Ich habe jetzt nicht mehr getestet, ich habe davor ein paar Tests gemacht. Aber ich hoffe, das haut alles so hin. Und hier in dem Wald. Nein, Mann. Auf jeden Fall hier in dem Wald ist Schwalbin sehr oft zu finden. Laut Pokédex. Käfersammler. Level 3. Gut. Darf ich mich beschweren später bei meinen. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Bienen schon gefangen habe, bin ich dankbar, wenn es Level 3 ist und ich besiegen kann. Weil mit Level 3 hält man noch nicht so viel aus. Oh, wie viel hat denn der? Noch ein Wampel. Lala. Die Musik finde ich stellenweise richtig schön gemacht. Es gibt, glaube ich, nicht wirklich nervige Musik, finde ich. Doch, ich glaube, wenn man beim Pyroberg ist, so ein Geistertempel, Geisterfriedhof, ich glaube, da ist die Musik relativ ätzend, wenn man in den Turm reingeht. Aber sonst fand ich die Musik eigentlich nirgends wirklich ätzend. Die Kampfmusik ist sehr schön. Ja. Am Ende des Games werde ich ein Fazit machen, wie das Spiel mir generell gefallen hat. Jo. Und das wird ein Wampel. Level 5. Los, Flammel! Du bist willkommen. Paraheiler, ja. Es gibt auch einige neue Items, wie zum Beispiel, was gab es nicht? Oh, hoppla. Die Bären. Dann irgendwelche Sternteile oder so. Ich weiß halt nicht mehr alles. Nur was ich bis heute noch nicht weiß, was bringt Nuggets? Ich meine, Nuggets bringen relativ viel Geld. Aber andere Nutzen haben die, glaube ich, nicht, oder? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und ich versuche jetzt noch krampfhaften dran. Ein Ding. Ich versuche ihn nicht zu fangen. Rein theoretisch müsste hier aber eins rumgammeln. Ich spule das jetzt einfach mal ein bisschen vor. So würde das dann aussehen, auch wahrscheinlich, wenn ich ein Pokémon suche, was ich jetzt nicht immer so schnell finde. Weil es ist wahrscheinlich relativ langweilig, die ganze Zeit dazu zu gucken, wenn das in normalem Tempo geht. Was ich nicht ausprobiert habe. Lol. Gut. Hallo? Kriege ich vielleicht doch mal so ein Schwalbini bitte? Bin ich überhaupt im richtigen Gebiet? Moment. Pokédex, Schwalbini. Gebiet. Ja, eigentlich schon. Ich glaube aber irgendwie, dass es halt nicht ganz hin heute. Das sind schon 50 Minuten. Na gut. Der erste Part wird etwas länger werden, weil nicht wirklich viel passiert. Ich werde mir aber vornehmen, jeden Part nur so 15 Minuten lang zu machen. Weil ich habe nicht so eine sehr gute Internet. Oh nein, später. Ich habe nicht so eine sehr gute Internetleitung, von daher bin ich mehr oder weniger gezwungen, die Parts nicht so lang zu machen. Und ja. Oder wenn ihr wollt, dass ich
jetzt zum Beispiel sage, ja, das Pokémon werde ich jetzt noch fangen. Und wenn ihr mir einfach in die Kommentare schreibt unter die anderen Part, dass ich die auch offscreen fangen soll, also kann, da will ich nicht so viel vom Dings sozusagen, da sehe ich am Anfang so viel vom Spiel ver oh, Knie. Spiel verpasst, dann schreibt mir das auch ruhig in die Kommentare, dann fange ich dieses Pokémon offscreen. Sag euch aber vorher Bescheid, dass ich dieses Pokémon jetzt noch offscreen fangen werde. Oh, ich raff's nicht, wo ist noch so ein Schalt irgendwie. Oh mein Wingull, Wingull, hatte ich das immer in meiner Liste? Ich glaube, Wingull ist ein Pokémon, was ich mir erst sehr spät immer gefangen habe. Weil ich baue mir mein Team meistens so zusammen. Schwalbini, später Schwalbos, ist für Fliegen verantwortlich, also dem bringt definitiv Fliegen bei. Dann werde ich auf jeden Fall Kleinstein mir fangen. Ja. Den ich dann wahrscheinlich Stärke und Zertrümmerer beibringen werde. Dann als Pflanzen-Pokémon weiß ich noch nicht. Müsste ich nachgucken. Man bräuchte. Warum finde ich jetzt noch ein Marill? Mann. Ja. Und was gibt's sonst noch? Ich werde auf jeden Fall noch dieses, weil den Ma. Warum vergesse ich schon den Namen? Ist zu spät heute. Ich nehme das Video gerade mitten in der Nacht auf, von daher verzeiht mir. Ich will nicht kämpfen gegen die. Nein. Stimmt, bei Wasser-Pokémon hatte ich damals ein anderes. Und zwar Weimar. Ich weiß nicht, ob ich das so sage. Als habe ich. Oh, ein Schwalbini. Sehr nice. Kampfkratzer, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Schon wieder so shit. Oh, Entschuldigung, da gab es kurze Lag. Kampf, habe ich irgendeine schwache Anpacke. Probieren wir es. Zwei Pokébälle habe ich noch. Jawoll! Nice one. Für Schalzi wurde ja. Oh, sorry. Lese ich gleich vor. Und zwar. Da ist die Nummer, also welch, auf welchem Platz das ist. Und da steht. Oh, Moment. Ich muss kurz was. Schwalbini. Größe 0,3 Meter. Kleiner als das Ding. Lol. Gewicht 2,3 Kilogramm. Trotz seiner geringen Größe ist es mutiger. Ist es mutig. Er steht sich einem großen Panzer tapfer gegenüber. Panzeron gegenüber. Tapfer gegenüber. Sein Kampfeswille würde jedoch nur durch Hunger geschwächt. Schön zu wissen. Gut. Ach Gott, stopp. Gehen wir einfach weiter.
Oh Mann. Ich werde mir wahrscheinlich als Anfangs-Pokémon bei Pflanze, wie ich eigentlich immer meistens mache, ein Ding fangen, ein... Wie heißt... Ein Kader. Das habe ich bis jetzt irgendwie immer gemacht, weil ich noch nie ein anderes Pflanzen-Pokémon, das relativ stark ist, später am Anfang hatte. Wenn ihr eins kennt, schreibt es doch auch bitte in die Kommis. Gut. So, und was der Typ will, erfahrt. Kein einziges zu finden. Hoppla. Gut. Hallo, du hast nicht zufällig einen Pokémon namens Knirzel hier gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Okay. Dann machen wir das noch. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen. Ah, du trödelst. Wohl auf. Ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank. Also hier bin ich. Was ist das für ein Chaos? Ich weiß es ja. Hey! Du Forscher von Devon. Oder Devon. Ich dachte dazu immer Devon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst bitte mir helfen. Huh? Was machst du eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpft gegen mich. Damit hat er gerade sein Todesurteil unterschrieben, aber egal. Das ist Team Aqua. Es wird uns in dem ganzen Spiel noch ein paar Mal begegnen. Genauso wie Team Magma. Nein. Obwohl Level 9. Egal, Pokémon. Erstmal Schwalbini ein bisschen trainieren in der Hoffnung. Ja. Ich werde auch offscreen erstmal dann jetzt alle Pokémon auf. Bis auf. Also Schwalbini auf Level 10 bringen. Damit es. Oder Level 11 auf jeden Fall so, dass es mit Flamie auf einem Level ist. Mit. Raffler oder wie das andere jetzt heißt, ich weiß das nicht, geht das leider im Moment noch nicht. Das wird dann einfach später mittrainiert. Hoppla. Raffler, ja. Beziehungsweise werde ich die bis zum nächsten Mal vielleicht auf jeden Fall Schaldini auf Level 10 haben. Level 11. Vielleicht auch schon. Nee, okay. Werde ich erstmal beide Pokémon auf Level 11 machen. Beziehungsweise kommt drauf an, mit was ich jetzt auch bei Flamly am Ende auf Level bin. Du hast vielleicht Nerven, dich mit dem Aqua anzulegen. Los, kämpf mir noch einmal. Das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Meteor City. Für heute lasse ich es. Ja, okay. Das war aber mehr als knapp. Danke. Danke dir. Dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß. Gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Mock packt Superball in die Balltasche. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass irgendwas in Meteorost ja, City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Und da ist er auch schon weg. Das Witzige ist, die Leute sind so schnell weg. Den versuche jetzt mal zu überspringen. Hat geklappt, den Pokéball will ich aber haben. Da ist ein Knirzel. Nein, das ist ein anderes Knirzel.